Guten Tag, liebe Studenten. Es ist mir so eine Freude, dass ich heute mal wieder Studenten hier am Ort sehe, weil das war jetzt wirklich doch eine gruselige Zeit für euch, genauso wie für uns. Die Corona-Zeit, und ihr werdet höchstwahrscheinlich in die NTB-Geschichte eingehen als das Corona-Semester, das im Corona-Semester sein Systemtechnikprojekt gemacht hat. Ich möchte mich kurz vorstellen. Ich bin der Studiengangsleiter vom Studiengang Systemtechnik hier an der NTB in Bux. Und das, was ich hier mache und das, was wir hier mit den Studierenden machen, das mache ich gern, richtig gern. Jetzt habe ich heute mal geguckt und gespiegelt. Ich habe die ganze Tage jetzt da, gestern, vorgestern schon gesehen, dass die Lichter abends noch brennen. Obwohl es ja dann schon, wenn die Lichter noch leuchten, dann ist es eigentlich schon eher noch nach 9 oder nach 10 zum Teil zu dieser Jahreszeit. Habe gesehen, was sie gemacht haben, und ich sehe, Roboter schrauben sich den Flugweg frei. Raus, raus aus der Krise, raus, ausbrechen, weg mit dem Zeug, einfach mal wieder sich bewegen können, bewegen dürfen. Und ich finde es so super, dass mein Kollege Einar und Sie miteinander das geschafft haben, das hier heute auch präsentieren zu können, präsentieren zu dürfen. Und ich bin richtig gespannt, was ich sehe. Ich wünsche Ihnen alle miteinander viel Erfolg, und ich freue mich dann auch schon aufs nächste Semester, wo ich den einen oder der andere einmal ein bisschen selber in der Vorlesung plagen darf. Also euch viel Erfolg, herzlichen Dank, Einar. Ich übergebe an dich. Grüezi miteinander. Ich freue mich auch sehr, dass das Systemtechnikprojekt so erfolgreich fertig geworden ist. Es war ja eine ganz schwierige Situation gewesen. Wir haben, wie schon gesagt, eine Krise, die wir auch bewältigen mussten. Und es war nicht ganz einfach gewesen, die in den Griff überzukommen. Ich möchte aber an dieser Stelle jetzt zuerst mal die Verwandten oder Bekannten oder Kollegen, Partner von unseren Studierenden begrüßen, die vielleicht jetzt dazuschauen über YouTube und dann wissen, was wir da so gemacht haben. Normalerweise haben wir ja einen Anlass da, wo wir Leute einladen, wo fast 500 Leute kommen, um zu sehen, was die Studierenden realisiert haben. Und das wird dann präsentiert, und nachher schließen wir das mit einem Apero ab, wo halt das ja leider ins Wasser fällt. Ich möchte mal ganz kurz einfach erklären für all die Personen, die dazuschauen, was ist eigentlich unser Systemtechnikprojekt. Man sieht jetzt da schon ein paar Bilder, ein paar sind sogar von heute. Klassisch ist ja der Unterricht eigentlich so, dass man Theorie hat und aufgrund von dem Anwendungen realisiert. Also zuerst lernen sie eine Theorie ein paar Jahre lang, und nachher lernen sie irgendwann, was können sie eigentlich damit anfangen. Machen sie eine Bachelorarbeit oder irgendeine Art von. Im Systemtechnikprojekt gehen wir genau umgekehrt vor. Wir machen eigentlich zuerst eine Roboteraufgabe, also eine Anwendung für eine Technologie, und anhand von dem lernen sie Theorie. Das ist aber eigentlich genau der umgekehrte. Man sagt dem auch Problem-Based Learning, und das ist eigentlich so das zentrale Element von unserem Systemtechnikprojekt. Das ist ein ganz modernes Verfahren. Also man wirft sie quasi ins kalte Wasser. Sie kommen aus irgendeiner beruflichen Vorbildung, und dann nachher müssen sie sofort Roboter bauen. Am ersten Tag, wo sie anfangen zu studieren, kommen sie die Aufgabenstellung über. Und jetzt haben wir eigentlich das Ende vom zweiten Semester, und sie präsentieren bereits uns Roboter. Das heisst, wir geben ihnen eine Problemstellung. Sie suchen selbstständig nach Lösungen. Sie machen Konzepte. Sie erarbeiten Designvorschläge, sie designen Elektronik, Mechanik, Informatik. Sie lernen aus diesen Erfahrungen, und sie fangen an zu verstehen, was es heisst, Systemtechnik zu machen. Learning by doing halt. Jetzt, was beinhaltet das Systemtechnikprojekt? Es ist die Studierenden, das tun jetzt eigentlich für die Leute, die jetzt zuschauen, erklären. Sie wissen ja, was es ist. Es geht um Innovation. Sie lernen innovativ sein, innovative Lösungen finden, kreative Lösungen zu finden. Sie lernen, wie man Projekte managt.
wie man Meilensteine hat, wie man Teammeetings organisiert, wie man Einkauf tätigt und so weiter. Sie lernen Systemtechnik. Was ist eigentlich Systemtechnik und was besteht das System? Was hält das System zusammen, zum Beispiel? Sie lernen Teamarbeit. Sie arbeiten ja im Team. Sie sind immer ein Team, das gemeinsam einen Roboter baut. Aber nicht nur das, sie lernen auch als Team mit einem anderen Team kooperieren, indem eben ein Roboter von Buchs eine Aufgabe muss erfüllen mit einem Roboter von St. Gallen zum Beispiel. Also das heisst, das ist dann Kooperation, das geht weiter. Sie müssen auch mit ihren Partnern, wo sie mitarbeiten, müssen sie kooperieren. Was heisst das jetzt, wenn man das anschaut? Sie sehen jetzt genau oben. Du bist nicht gestört. Sie sehen jetzt hier so Ihre Studierenden, gerade vorher mal aufgenommen, wie Sie da so ein Projekt machen. Es gibt natürlich genau das Ähnliche, was wir machen in industriellen Projekten. Also beispielsweise haben wir da ein Elektroauto gebaut oder Chirurgieroboter oder so. Da geht es auch immer aufs Gleiche. Wie kommen Sie auf eine innovative Idee, auf ein Projekt? Oder ist jetzt zum Beispiel eine spezielle Anwendung gewesen. Die Idee ist, wenn Sie abbauen, wenn sie Stein abbauen in einem Steinbruch und sie fahren den Berg durch ab, dann ist ja der Lastwagen oder der Berg durch Abfahrt schwerer, als wenn er drauf fährt. In diesem konkreten Fall ist er 110 Tonnen schwer, wenn er durch abfährt, ist aber nur 50 Tonnen schwer, wenn er drauf fährt. Das heisst, wenn sie durch abfahren und die Energie können zurückgewinnen können, dann haben sie nachher wieder Energie und mit denen können sie gratis den Berg auffahren. Und so ein Fahrzeug hat man dann tatsächlich realisiert, zusammen mit einer Firma. Also die NTB hat da eine maßgebende Rolle gespielt natürlich. Und das ist eben so ein riesiges Ding, das dann im Jura jetzt im Einsatz ist. Also man sieht da 110 Tonnen, aber davon ist 60 Tonnen Beladung. Wir haben den Dieselverbrauch von 50'000 Liter pro Jahr gespart und 130 Tonnen CO2-Ausstoß. Also das heisst jetzt, Sie als Team arbeiten eben jetzt in dem Fall da mit dem Campus Buchs zusammen mit dem Campus St. Gallen in Kooperation oder mit externen Partnern. Ich habe jetzt Faulfaber als Beispiel genommen, weil die meisten von Ihnen das als Lieferant verwendet, weil das ist auch ein Sponsor für uns. Und sie haben da auch viel müssen mit denen diskutieren von Faulfaber. Man sieht jetzt auch hier bei diesem Projekt, was da alles für Partner für eine Rolle gespielt hat. Also da ist das Bundesamt, die Berner Fachhochschule, IMPA und so weiter, die da gemeinsam so ein Projekt arbeiten, wie Sie das an Ihrem Roboterprojekt auch gemacht haben. Oder in dem Fall da, wir haben einen Roboter gebaut, einen Chirurgieroboter. Dort war das Inselspital dabei, dann die Universität Bern, das ARTOG Center for Biomedical Engineering, die NTB, die den Roboterarm gebaut hat. Also der Roboterarm kommt von der NTB. Da sieht man jetzt das erste Projekt vorher, nachher hat es ein zweites Projekt gegeben. Man sieht dann oben dazu, ist die Firma Casination, das ist die der Roboter dann realisiert. Und Sie sehen, wie der aussieht. Das ist dann das zweite Design, das neuere Design. Und was der Roboter macht, der bohrt ein Loch in den Schädel hochpräzise für Cochlea-Implantate einzusetzen. Und auch da sieht man wieder, stellen Sie sich vor, Sie müssen einen Operationsroboter bauen und Sie reden nicht mit Chirurgen. Also ohne Kooperation gibt es da keine gute Lösung. Der hat übrigens den MedTech Awards 2019 gewonnen für Robotic Microsurgery Technology. Interessant für unsere Zuschauer, Sie glauben, wir sind in der Schule, in Wirklichkeit sind wir eine grosse Forschungsfirma. Also von unserem Umsatz verfällt 49% auf industrielle Aufträge und für Lehrstudium 47,7%. Das heisst, wir machen sogar mehr Umsatz mit Projekt als mit Schule. Da sind sich viele nicht bewusst, was wir da für Projekte durchziehen. Man sieht das auch an den Instituten. Wir haben da mehrere Institute für Elektronik, Computational Engineering, Sensorik, Aktuatorik, Energiesystem, Ingenieurinformatik, Mikro- und Nanotechnologie
und Produktionsmesstechnik. Es wird da noch ein paar Änderungen geben in der Institutslandschaft, weil wir werden ja jetzt Teil von der neuen Fachhochschule Ost. Was ganz wichtig ist für die Personen, die zuschauen, sie werden sehen, dass nicht alles fehlerfrei läuft. Das ist immer so. Also wir stellen ja eine Aufgabe nicht, dass sie einfach ist, sondern dass sie anspruchsvoll ist. Also hat ja der John F. Kennedy gesagt, als er das Mondlandeprogramm gestartet hat, hat er gesagt, wir machen es nicht, weil es einfach ist, sondern weil es schwierig ist. Das ist eigentlich bei uns auch so. Das heisst, wir machen es unseren Studierenden halt nicht einfach. Wir geben nicht eine Aufgabe, die easy-beasy ist, und lernen es ja nicht. Und jetzt ist einfach noch ein kleines Problem dazu gekommen, der Coronavirus. Und wenn man jetzt unten sieht, so ein Zeitdiagramm, also nach der Konzeptphase haben wir einen Meilenstein am 18.02. noch durchführen vor Ort. Aber während der Designphase ist die außerordentliche Lage eingetreten und ab dann war es nur noch möglich, von daheim aus zu arbeiten. Also Sie als Studierende mussten von daheim aus erledigen, trennt jeder für sich über Teams. Das war eine eindeutig erschwerende Massnahme. Der Meilenstein Design Review haben wir dann auch am 31.03.2020 durchgeführt, über Teams, über das Internet. Dann haben sie Teilsysteme realisiert, sie haben die gebaut, sie haben die müssen einzelne Betriebe nehmen, auch da wieder, sie haben das von daheim aus gemacht, sie haben nicht können da hinkommen, sie haben überhaupt keine Möglichkeit gehabt. Vielleicht haben sie sich Material übergeben mal irgendwo, aber auf jeden Fall haben sie nicht können da hinkommen. Dann ist der Zusammenbau gekommen, in Betriebnahme. Sie haben dort auf den Meilenstein 4 hingeschafft, wo eigentlich mal das ist etwa dann, wenn das Gesamtsystem funktioniert, für sie war es vor allem Berichtabgabe gewesen. Aber dann sind sie am Inbetrieb gewesen. Und dann haben sie, wenn man sich überlegt, der Meilenstein M3 war ja am 5.5. gewesen, und am 26.5. sind sie das erste Mal einen Tag wieder da angekommen. Sie können reservieren, sich einen Platz nehmen und haben wieder einen Tenten bei, aber nur bis 4 Personen pro Team. Und das waren nur 2 Termine gewesen, am 26.5. und am 2.6. Also 2 Termine haben sie da nicht kommen. Und dann sind sie nicht gekommen, die 2 Wochen nachher. Und ab dem 15.06. haben sie dann je bis zu 10 Personen können da kommen, täglich. Also es sind aber knapp 2 Wochen. Und eigentlich erst jetzt, das kleine grüne Bälkchen am Schluss, sind alle mal wieder da. Und das ist schon etwas, was ich eigentlich finde, ist bemerkenswert. Da haben sie wirklich müssen mit Problemen kämpfen, wenn ich nicht unbedingt geplant sind. Und wir auch, übrigens. Das war auch organisatorisch nicht immer ganz einfach gewesen. Jetzt zur Aufgabenstellung. Was war die Aufgabenstellung von dem Roboterprojekt gewesen? Das Ziel ist, Roboter schrauben sich einen Fluchtweg frei. Wir haben ein Spielfeld, bestehend aus 3 so Tischli. Die sind verbunden mit einer Fallbrücke. Und 2 Roboter stehen auf 2 Seiten von einer Schraubverbindung. Also vielleicht wenn wir das da gerade schnell anschauen an dieser Stelle. Also wir haben da so ein Pult, so eine Falltür, die wird gehebt durch den Mechanismus. Und der Mechanismus kann nur entsperrt werden, indem man da so eine Schraube rein macht. Oder indem man da so eine Mutter rein macht. Oder beides muss man natürlich machen. Und dann muss man die fest verschrauben. Und sobald die verschraubt sind, dann kippt die Tür runter, also die Falltür, und dann können die 2 Roboter da rausfahren, einen vorne, einen hinten. Und dafür haben sie 3 Minuten. Also die Roboter haben insgesamt 3 Minuten. Sobald sie draus sind, außerhalb auf dem dritten Tischli, dann ist die Aufgabe erfüllt und sie haben die Aufgabe bestanden. Das ist im Prinzip das. Gut, dann würde ich sagen, ich wünsche Ihnen sehr viel Erfolg bei dieser Präsentation. Und ich würde gegenüber den Zuschauern noch, ist mir wichtig zu sagen, dass es so eine Aufgabe sehr schwierig ist, dass das Prototypen sind, dass es Sachen gibt, die schief gehen können, es gibt Sachen, die werden schief gehen, es ist normal, es ist mit den schweren Bedingungen, wir da etwas durchführen müssen.
Und dann ist natürlich selbstverständlich klar, dass gewisse Sachen nicht funktionieren. Also wenn jetzt etwas nicht funktioniert, denken Sie nicht, die Studenten haben einen schlechten Job gemacht, sondern denken Sie daran, es ist eine extrem anspruchsvolle Aufgabe und es gehört dazu, dass man manchmal noch etwas hat, was noch nicht funktioniert. Ich bin sicher, die ganzen Teams würden alles perfekt zum Laufen bringen, wenn sie dann noch einen Monat dazu hätten oder so. Gut, dann würde ich gerne Ihnen das Wort übergeben. Und wünsche Ihnen sehr viel Erfolg. So, hört man mich? Oh Gott, nein. Hört man mich gut? Soll ich jetzt lüten? Perfekt, super, genial, danke vielmals. Also, dann muss ich noch her. Entschuldigung. So. Damen und Herren, Familie und Geschwister, Freundinnen und Freunde, Kollegen und Kolleginnen, Studenten und Studentinnen und Dozenten und Dozentinnen. Wir vom Team 1 und Team 5 begrüßen Sie herzlich zu unserer Präsentation von M6. In dieser Präsentation werden wir die zwei Teams näher bringen, die Abläufe erklären und die zwei Roboter, den Harry Potter von Team 1 und den Scooby-Doo von Team 5 erklären und darstellen. Nach dem Teil werden wir dementsprechend dann an das Spielfeld gehen und einen Live-Kommentar dann dementsprechend machen. Und ich hoffe, der wird recht ähnlich, wenn nicht besser, wie der von Sascha Rufener. Also, als erstes zu den Teams. Wer hat das überhaupt gemacht? Mein Name ist Kevin Stadelmann und ich bin der Teamleiter von Team 5, der das Scooby-Doo gemacht hat. Und jetzt kommt dementsprechend jedes einzelne Team hierher und wird Ihnen dann den Namen sagen, das Team sagen und dementsprechend auch die Funktion. Vielen Dank. Guten Abend, mein Name ist Weber Dominik, Team. So. Guten Abend, mein Name ist Weber Dominik, ich bin der Teamleiter von der Mechanik von Team 5. Schönen Abend miteinander, ich bin der Simon Klocker und ich bin ebenfalls im Team 5 im Team Mechanik. Ich bin der Dominik Graf, Team 5 Mechanik. Ich bin der Nikola Jovanovic, Teamleiter Elektronik. Marco Pleisch, auch für Elektronik. Marco Spesche, Team 5, auch Elektronik. Ich bin der Samuel Hinnen, Informatik, Team 5. Hallo miteinander, das wäre jetzt Team 5 gewesen. Jetzt kommt noch das Team 1, mein Team. Ich bin der Lukas Ebi, Teamleiter von Team 1 und ebenfalls in der Informatik vom Team 1. Guten Abend, ich bin Zellweger Leoni, ich bin Teamleiterin von der Elektronik und ebenfalls vom Team 1. Hoppe miteinander, ich bin Philipp Tür und ich bin vom Informatik im Team 1. Hallo zusammen, ich bin der Sven und ich gehöre zum Elektronikteam vom Team 1. Guten Abend, ich bin Florian Schneider und bin Teamchef von der Mechanik. So, hoi, ich bin Alexander Weibel, Team 1, Team Mechanik. Guten Abend, ich bin Philipp Studer und ich bin bei der Mechanik vom Team 1. Guten Tag, mein Name ist Raphael Allig und ich bin auch im Team Informatik vom Team 1.
Desktop-Hintergrund. Gut, ich werde jetzt gerade mal kurz mit dem Aufbau vom Roboter vom Team 1 starten. Unser Roboter ist so aufgebaut, dass er eigentlich 3 Etagen hat. In der untersten Etage, das ist die Metallplatte, die man hier sieht, hat es auf der Unterseite 8 Sensoren, die am Boden anbeleuchten und können die schwarzen und weißen Linien unterscheiden. In der mittleren Etage, das ist das Bild ganz rechts, wo man sieht, dass dort ein Greifer dran gebaut ist. Mit dem Greifer können wir den ganz einfach die Schraube oder halt auch die Mutterhose ziehen. Und auf der obersten Etage, dort hat es ganz viele verschiedene Sachen drauf, das ist eigentlich dort, wo unsere ganze Elektronik versorgt ist. Dann kommen wir zum eigentlichen Auge vom Roboter. Der Auge, das ist der Sensor auf der linken Seite, der leuchtet eigentlich gerade seitlich gegen außen und der kann muttern und schrauben und auch den Schliessmechanismus erkennen. Und halt in der Mitte die Schraube, also der Roboter muss auch unterscheiden, ist es jetzt eine Schraube oder ist es ein Mutter. Und da macht er ganz einfach, indem er in der Mitte durchleuchtet, wie ihr jetzt hier gerade eine schöne Pfeile gesehen habt. Und wenn es ein Mutter ist, geht es in der Mitte durch, wenn es eine Schraube ist, nicht. So einfach ist die Unterscheidung bei uns gemacht. Dann reden wir noch über die oberste Etage, die ich vorher erwähnt habe, mit der ganzen Elektronik. Der rote Teil, den man hier sieht, ist der Mikrocontroller. Dort ist eigentlich das ganze Programm, das wir dann programmiert haben, drauf. Und dann haben wir noch die Spannungsversorgung und die Regelung. Ich meine, ist ein Roboter, der braucht auch irgendwie eine Spannung. Ja, der braucht irgendwie Spannung und Strom und da wird dort alles eingespeisen. Dann haben wir Motorentreiber, das sorgt einfach dafür, dass unsere Motoren auch richtig drüllen, dass unser Roboter vorwärts kommt. Und noch ein Wi-Fi-Modul, wo uns dann die Möglichkeit gibt, um mit dem Team 5, mit diesem Partnerteam zu kommunizieren und das ganze Projekt eigentlich, also der ganze Ablauf überhaupt ermöglicht. Dann haben wir noch viele weitere kleinere Anschlüsse, wie Taster, LEDs und auch eben Anschlüsse für unsere Sensoren. Gut, kommen wir zu unserer Hülle. Die ganze Elektronik muss natürlich auch noch ein bisschen geschützt werden. Den Schutz haben wir gewährleistet, indem wir um den ganzen Roboter herum eigentlich so eine Hülle, wie man hier gut sieht, machen. Der Unterteil ist mit Magnet zusammengehalten, dass er leuchtet zu uns einfach um die Akkus austauschen. Wieso muss man, wenn man die Akkus wechseln muss, muss man nicht alles auseinanderschrauben, sondern kann einfach den Unterteil wegnehmen und diesen Akku ganz einfach wechseln. Das war jetzt der Teil der Erklärung vom Team 1 Roboter gewesen und jetzt wäre ich übergeben zum Team 5. Danke Team 1. Wir kommen jetzt zum Scooby-Doo. Der Name leitet sich, wie man schon vielleicht gehört, von der Cartoon-Serie Scooby-Doo ab. Vielleicht kennen das die ein oder andere. Da wir da aber mit Hilfe von einer Verschraubung den Weg frei bahnen müssen, heisst es bei uns Scooby-Doo. Wir haben uns da ein Wortspiel mit dem englischen Wort Screw für Schrauben erlaubt. Der Scooby-Doo hat am liebsten zum Essen Scooby-Snacks. Unser Scooby-Doo hat am liebsten Scrooby-Snacks. Hier sehen Sie den Roboter wie auf dem Spielfeld zusammengebaut. Wir schauen jetzt aber noch ein bisschen in den Roboter genauer rein und seinen Aufbau und seine Komponenten. Für das nehmen wir den Roboter mal kurz auseinander. Wir fangen hier beim Aufbau mal ganz unten an mit dem Fahrwerk. Wir haben hier 2 Räder, welche zentrisch angeordnet sind. Die sind nötig, damit wir wendige Fluchtmanöver machen können. Da es aber bei wendigen Fluchtmanövern sehr schwierig ist, mit nur 2 Rädern zu balancieren, haben wir noch 2 Kugelrollen gemacht. Die sind dazu da, um einfach zu balancieren. Ebenfalls zum Fahrwerk gehört noch der Antrieb. Das übernehmen hier Gleichstrommotoren. Die werden aber zusätzlich noch von Getrieben verstärkt, damit man mehr Drehmoment auf den Tisch bringt.
Zusätzlich haben wir hier noch Encoder, die Antrieb mit Encoder ausgestattet. Das sind einfach gesagt Schrittzähler. Die sind zwar nicht dafür gedacht, dass wir damit trainieren, aber sie sind für die Orientierung vom Roboter sehr wichtig. Der Roboter macht immer gleich grosse Schritte und dadurch, dass wir die Schritte zählen, wissen wir immer, wo unser Scooby-Doo gerade ist. Wir gehen nur weiter zum Greifer. Wie der Name schon sagt, ist er dafür zuständig, dass die Schraube respektive die Mutter gegriffen wird und verschoben kann. Das sind so quasi wie die Pfoten vom Scooby-Doo. Da aber die Pfoten nicht gerade sehr geeignet sind zum Zupacken von irgendwelchen Gegenständen, haben wir Durmagnet verbaut, wo die Schraube und die Mutter aus der Halterung zücheln. Für das Verschrauben haben wir die 6 blauen Pins, die Sie dort sehen, verbaut. Davon gehen 2 in die Bohrungen von der Mutter oder Schrauben hinein. Wieso haben wir denn aber 6 verbaut? Das ist einfach da, weil die Schraube oder Mutter hat mehrere Positionen, die sie kann haben in der Halterung. Weil wir aber auf der Flucht sind, haben wir nicht lange Zeit, um irgendwelche Positionen und Ausrichtungen zu testen und müssen sofort wissen, müssen sofort immer in die Löcher reinpassen. Ein weiterer Antrieb sorgt dafür, dass wir dann das Ganze verschrauben können und die Rotationsbewegung herkriegen. Kameras überwachen nicht nur das Gefängnis, sie sind auch die Augen von unserem Roboter. Das sieht man dort oben dran. Mit der Hilfe von einem Minicomputer, der auch Raspberry Pi genannt wird, können die Bilder analysiert und bearbeitet werden. Sie sind so quasi, es ist so quasi unsere linke Hirnhälfte vom Roboter. Wo wir eine linke Hirnhälfte haben, haben wir natürlich auch eine rechte Hirnhälfte. Die Aufgabe übernimmt die Hauptplatine auf der Rückseite vom Roboter. Auf dieser Platine sind zum Beispiel auch Sicherungen vorhanden, damit unser verspielter Roboter nicht einfach durchdreht. Des Weiteren steuert die rechte Hirnhälfte die Motorik. Das sieht man vielleicht hier auf der Rückseite noch ein bisschen besser. Die Motorik ist wie eine Handbewegung beim Mensch. Des Weiteren sehen Sie auch ganz viele Stecker dort drauf. Das heisst so viel wie die ganze Elektronik, alle Bauteile, die elektronisch angesteuert werden, kommen hier auf dieser Platine zusammen. Der Scooby-Doo ist natürlich auch technisch auf dem aktuellsten Stand. Dank einer Antenne und einem Wi-Fi-Modul ist er jederzeit online und wartet nur auf das Startsignal für den Ausbruch. Gerade daneben sieht man den Akku, der stellt somit eigentlich die Energieversorgung dar. Nach einer grossen Portion Scooby-Snacks ist der Scooby-Doo auch wieder voll mit Energie geladen. Da freut er sich auf jeden Fall. Der Roboter kann zwar nicht mit uns reden, aber er kann mit Hilfe von einem LCD-Display oben ab der Abdeckung etwas mitteilen. Der Scooby-Doo ist sehr gut erzogen, darum teilt er uns seinen nächsten Schritt über die Displays mit. Oder auch Fehlermeldungen. Ob er Hunger oder Durst hat, da haben wir ihm nicht beigebracht. Aber er kommt sowieso über, was er braucht. Zu guter Letzt könnte man einfach noch kurz mit der Kamera zum Roboter vorbeigehen und dann sehen wir das Ganze nicht nur in CRD, sondern auch in Real Life. Da oben sieht man in dem Schacht versteckt die Kamera. Und gerade darunter zu sind die gefederten Stiftchen für ein Grifo-System. Auf der Seite sieht man dann hier unsere Sponsoren, die Räder. Da oben ist unsere linke Hirnhälfte, unser LCD-Display. Und hinten sicher auch sehr interessant die ganze Elektronik, die Platine. Ja, das wäre es von meiner Seite. Ich übergebe weiter an Kevin für die Vorführung vom Ganzen. Vielen Dank, Dominik. Ja, man hat es gesehen, Scooby-Doo ist recht interessant. Jetzt kommen wir dementsprechend zu den... kannst du mir ein bisschen leiser machen? Super, danke.
Und jetzt kommen wir entsprechend zu der Vorführung, Live-Vorführung mit den Kommentatoren. Ich bin der erste Kommentator, Ken Schallmann, und meine Assistentin. Guten Tag. Leonie Zellweger. So, jetzt müssen wir noch schnell warten, bis alles parat ist. Hey, du Samuel. Ja. Darf ich den schon bald abtun? Hey, das ist super von dir. Was darf ich anlängen? Alles. Alles, gut. So, du hast den ersten Roboter hier unten. So, Roboter von Team 1 ist auch startklar, wie ich sehe. Der Harry Potter. Also, jetzt gerade mal so als erste Frage. Was ist euch was denken ihr, was macht er jetzt genau? Was ist euer Ablauf? Also, wie man sieht, unser Roboter startet dort, fährt führen und sucht eine schwarze Linie. Und ja, noch ein bisschen Show-Effekt haben wir noch ein bisschen schräg angestellt, um zu zeigen, dass er sich auch noch gut ausrichten kann. Nachher muss er eine Schraube suchen und eurem Team oder eurem Roboter mitteilen, wann er hat, dass ihr euch nach dem Gegenstück könnt auf die Suche machen könnt. Ich wollte jetzt gerade sagen, mir musst du das nicht sagen. Das solltest du ihm sagen. Ja, wir sehen, ob eure Roboter und unser Roboter gut zusammenarbeiten. Ich hoffe es. Nein, was? Drückt uns Daumen. Ja, definitiv. Also, unser Roboter, wie Sie auch gerade sehen, was der Herr hinten jetzt so gerade macht, das ist ein Lehrer, ein Positionslehrer. Wir sagen einfach, was glaube ich, du, das ist deine Hauptposition. Passt's? Ja. Ich nenne das es ja. Gut. Was so. Entschuldigung. Was unser Roboter dementsprechend macht, er wird am Anfang zuerst herfahren und er tut eigentlich Bilder dementsprechend, wie der Herr Graf schon gesagt hat, Bilder mit der Kamera machen und er tut dementsprechend Bilder machen vom der Halterungen. Ups, nicht richtig, sonst macht er etwas nicht gut. Dementsprechend von den Halterungen, damit kann er wirklich erkennen, was ist die Mutter und was ist die Schraube. Das ist sehr wichtig. Weil in der Theorie, was heute Morgen passiert ist bei der Fachpräsentation mit den Dozenten, die haben sich einfach gesagt, wir nehmen das dort her, wir nehmen das hier her. Und das haben wir müssen dann selber, also beziehungsweise der Roboter, jetzt müssen erkennen, wo ist er? Ja. Ja. Genau, also. Technische Schwierigkeit, wie es aussieht. Ah, man sieht es aber immer noch. Gut. Genau. Gut zum Wissen. Ja, und dementsprechend, durch alles analysieren, holt dementsprechend die Schrauben oder die Mutter, löst den Mechanismus zusammen und. Wenn es gut läuft, stehen schlussendlich die Roboter beim Verriegelungsmechanismus und machen sich den Weg frei. Und wir werden dann sehen, ob alles gut klappt. Gut, ja, dann würde ich mal sagen. Starten wir, oder? Informatiker. Ich kann es Go geben, ja. Also, geht ab. Wir sehen, dass unser Harry Potter sich schon auf den Weg macht. Jetzt tut er sich ausrichten. Dass er schön gerade dort steht. Und nachher sollte er eigentlich die Schrauben holen gehen. Wir sind gespannt, ob er sie auch holt. Jetzt hat er sie mal gesehen und erfasst. Gehen wir mal da schauen. Yes, er hat sie geschafft. Heieiei. Perfekt. Hey. Also jetzt, was hat er euch mitteilt oder was macht jetzt euer Roboter? Ja, in der Theorie. In der Theorie. Sollte er jetzt Mutter holen. Wisst ihr, etwas muss man sagen. Er ist ein bisschen langsamer. Er hat noch ein bisschen die Lockdown-Phase. Er muss jetzt mal in die Fahrt wieder kommen. Jetzt kommt er her. Positioniert nochmal ein bisschen und... Und? Also wissen wir. So, in dieser Zeit können wir natürlich den Harry Potter vielleicht noch mal anschauen. Mhm. Er ist natürlich schon bereit am Verriegelungsmechanismus. Er wartet dort auf den Roboter vom Team 5. Und er wartet auf das Signal, dass er anfangen darf zu schrauben. Genau, tipptopp. Wissen wir, etwas muss man schon so sagen. Ja, ich habe es rumgefummelt. Aber wissen Sie, wer Alain Berset nicht zugelassen hat? Der Herr Vorführeffekt. Also, unser Roboter fängt jetzt an zu schrauben, weil er die Schrauben hat. Und jetzt schraubt er so lange, bis der Verriegelungsmechanismus auslöst und die Brücke runterkommt. Das gibt einen lauten Knall an alle Zuhörer. Und euer Roboter hebt dann nur die Mutter. Ja, der hebt nur, Deep ja. Top. Passt doch bis jetzt.
perfekt bis jetzt. Jetzt müssen sie sich nur noch befreien und wir können ein kleines Rennen daraus machen, ne? Ja, und das... Das Rennen finde ich fies. Das ist wie wenn du jetzt vergleichen würdest, der Vettel mit dem Schuhmacher vor ein paar Jahren. Der neue Ferrari hat sowieso einen besseren Motor. Tipptopp. Eben, er ist ein bisschen langsamer, aber gesehen ihr, er schafft es auch. Super gemacht. Er fährt sogar ein bisschen weiter. Aber schneller ist er gewesen. Wir fahren weiter. Auf jeden Fall haben sich beide Roboter mega gut angestellt und haben es beide geschafft. Genau, Tipptopp. Definitiv. Ja, somit sind wir eigentlich auch mit der Live-Präsentation sind wir jetzt am Ende von unserem Vortrag. Jetzt geben wir als kleine Bonusrunde noch weiter an zwei Interviewer und die dürfen dementsprechend dann alle Leute ein bisschen nachfragen, wie haben sie es gefunden, wie haben sie es vielleicht haben sie Scheiße gefunden, wer weiß das. Hm? Und ja, also vielen Dank für das Zuhören. Ich hoffe, es hat Ihnen alle hinter dem YouTube-Stream und auch den Leuten, die hier auch sind, Spass gemacht und wünsche noch einen sehr schönen Abend. Vielen Dank. Also, wenn wir noch ein paar Interviewfragen beantwortet haben. Ich werde da gerade mal zu irgendjemandem gehen, der erste, der da steht. Und gerne würde ich von dir wissen, wie dir das ganze Projekt gefallen hat. Hat es dir was gebracht? Nimmst du was mit für die Zukunft? Jawohl, also gefallen hat es mir sehr gut. Es hat Höhen und Tiefen gegeben. Jedoch, wenn ich sicher nächstes Mal würde machen, die Zeit ein bisschen früher nutzen, als die ein oder andere Sportschicht einlegen. Ja, ich glaube, damit der Zeit haben viele Teams wissen, dass man Zeit braucht. Darf ich da gerade weitermachen? Wie hast du Teamarbeit gefunden? Also, wie war dein Team? Bist du zufrieden damit? Die Teamarbeit ist vor allem am Anfang sehr gut gegangen, wo wir auch zusammen in der Schule waren. Durch Corona ist es natürlich schon recht schwierig geworden. Und man hat das Ganze dann gemerkt, weil alles sind Online-Meetings, sind wir die Leute nicht mehr gesehen. Aber man ist auch immer besser drin geworden. Und am Schluss, wo wir wieder in die Labors haben können, haben wir gemerkt, dass die Leute haben es genossen, dass alle wieder zusammen waren. Und dann haben wir viel wieder können von der Zeit aufholen. Danke. Du bist, glaube ich, Team Mechanik. Habe ich da richtig in Erinnerung? Nein, leider. Nein, ich bin Team Elektronik. Team Elektronik. Okay, trotzdem eine Frage. Würde euer Roboter anders aussehen, wenn ihr nochmal machen könntet? Was meinst du? Nein, wir würden alles nochmal genau so machen. Also, unser ist ja offensichtlich schöner als der weiße Roboter. Ja. Ich würde mal sagen, das ist Geschmackssache. Aber auf jeden Fall. Was fällt mir noch für eine Frage? Was ist das Anspruchsvollste? Was war das Anspruchsvollste? Also ich bin der Meinung, das Anspruchsvollste war auf jeden Fall die Organisation. Es ist zum Teil viel Zeit verloren gegangen, weil wir nicht genau gewusst haben, wie was zum Laufen hat. Und ja, ich habe einiges gelernt dafür. Tipptopp. Nicola, willst du mal noch ein paar Fragen stellen? Das sind jetzt alles Leute vom Team 5 und jetzt wird natürlich auch noch Team 1 befragt. Viel Spaß. Danke vielmals. So, die Million-Franken-Frage. Das Spiel ist vorbei, der Roboter ist im Ziel. Was ist das für ein Gefühl? Das fühlt sich super an. Wir haben sehr viel Zeit investiert und zum Teil war es schwierig gewesen, zum Teil ist es recht gut gelaufen und schlussendlich haben wir ein super Produkt gemacht. Es funktioniert alles. Und ich bin sehr stolz auf das ganze Team. Mehr kann ich eigentlich nicht sagen. Sehr gutes Gefühl. Würdest du sagen, das Projekt hat euch als Team zusammengeschweißt oder hat es da eher die eine oder andere Feindschaft gegeben? Ich würde sagen, es hat uns definitiv sehr zusammengeschweißt. Wir haben immer eine sehr gute Teamdynamik gehabt. Wir kommen miteinander alle sehr gut aus.
Und es hat sicher auch gute Freundschaften gegeben. Noch eine letzte Frage, vielleicht die wichtigste. Das Bier ist kühl für den Abend. Definitiv. So, wer möchte denn als nächstes? Haben wir jemanden nicht so ruhig? Kannst du etwas zu der Namensgebung sagen vom Roboter? Zu der Namensgebung, bei uns war es irgendwie so, wir haben halt einfach jetzt haben wir diskutiert, welcher Name könnte man nie, und dann haben wir uns am Schluss halt dafür für den Harry Potter entschieden, weil ja, wir haben ihn alle lustig gefunden und hat da dazu gepasst, ja. Was kannst du aus dem Projekt am meisten mit rausnehmen? Die Zusammenarbeit zum Beispiel, ich war eben die Mechanik, die Zusammenarbeit mit den anderen Bereichen, dann vor allem also die ganze Kommunikation miteinander und generell, ja, hat gut gepasst. Danke vielmals. Haben wir noch jemanden? Wie ist das, wir haben es von Anfang vom Vortrag gehört, das hat ja die Corona-Zeit gesehen, wie ist das Arbeiten in dieser Zeit gesehen, wie sind wir mit dem umgegangen? Ja, wir haben halt von daheim aus gearbeitet und ist ein bisschen langweilig. Ich habe allein immer in deinem Zimmer vor dem Computer und siehst die anderen noch vielleicht einmal über die Kamera. Das ist ein bisschen ein Zeichen, aber wir haben es nicht gut angebracht und jetzt ist es gelaufen schlussendlich und jetzt bin ich zufrieden. Und auf was bist du am meisten stolz oder ankehrum, was denkst du, könnte man noch verbessern beim Roboter? Ja, also am meisten stolz bin ich, dass es alles gemacht hat. Es hat jetzt funktioniert alles und gross verbessern wüsste ich jetzt gerade aus dem Stegreif ehrlich gesagt nichts, weil es hätte ja tun. Gut, so wie es aussieht, ist glaube ich das nächste Team parat. Oder irre mich da? Vielleicht noch eine letzte Frage. Ja. Möchtest du jemanden grüßen, der gerade zuschaut? Ja, ich möchte meine Kollegen grüßen, die schauen sicher zu. Also ich hoffe es mal, ich habe es noch mal gesagt. Und meine Eltern schauen hoffentlich auch zu. Und ja, auch alle anderen Eltern und Kollegen und Freunde von den anderen, von Team 1 und Team 5 vor allem. Ja, da wäre es nach gewesen. Ja, ich glaube eben, die anderen sind jetzt bereit. Von dem her können wir wieder weitermachen mit der nächsten Präsentation. Gut, dann begrüße ich euch. Mein Kollege hat hier noch ein bisschen technische Probleme. Herzlich willkommen, wir sind das Team 2 und 7. Und wir legen gerne los. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, ihr hört mich jetzt auch.
Ich begrüße Sie ganz recht herzlich vom Team 7 zu dieser Publikumspräsentation. Wir werden zuerst kurz Teams vorstellen. Dann gehen wir den mechanischen Aufbau von den beiden Robotern durch. Anschliessend wird euch der Christian noch etwas über die Orientierung auf dem Spielfeld erzählen. Und schlussendlich, auch den spannenden Teil auf dem Spielfeld, werden wir unsere Roboter präsentieren. Also, wir haben unser Team haben wir in drei Subteams aufgeteilt. Zum einen wäre der Mechanik. Sie sind verantwortlich für alle mechanischen Bauteile, CAD-Zeichnungen etc. Geleitet worden ist das Team von Micha, unterstützt von Pascal und Sonja, beides gelernte Konstrukteure. Dann haben wir das Team Elektronik. Da ist geleitet worden von Nikolai, unterstützt von Fabian, Marvin und Ruth. Sie sind zuständig für die ganzen Prints, die Logik hinter denen, Schaltplan etc. Das dritte Team wäre Informatik. Ja, die letzten beißenden Hunde, sie haben jetzt in den letzten paar Wochen recht viel zu tun gehabt, haben etwa die Nachtschicht einlegen, aber mittlerweile sind wir so weit, zum sagen, es funktioniert. Gut, das Team 2 ist genau gleich aufgebaut. Wir haben einerseits zwei Leute im Team Mechanik. Da wäre einerseits der Schmidt Silvio und der Koch Benjamin. Dann im Team Elektronik haben wir den Fassel Marco und den Zimmermann Manuel. Keine Angst, auch wenn es ein altes Foto ist, er sieht heute noch gleich aus. Dann haben wir im Team Informatik haben wir den Hacker Simon und den Tür Alexander. Und ich als Teamleiter habe einfach geholfen, wo es nötig war und wo ich etwas genützt habe. Zum mechanischen Aufbau. Die den Film Madagaskar kennen, die wissen jetzt, um was es geht. Wir haben unseren Roboter Kowalski getauft. Namensgleich mit dem Pinguin, wie hier auf dem Bild dargestellt ist, der Ausbrecherkönig von den vier Pinguinen eben im Film Madagaskar. Ja, kreative Ideen. Improvisieren, falls nötig. Genau da trifft auf unseren Roboter zu. Wir haben hier eine Übersicht. Und zwar haben wir drei verschiedene Teilsysteme. Wir haben unten dran Fortbewegung. Das sind zwei Raupen. Ich komme nachher noch genauer darauf sprechen. Dann haben wir einen Schlitten, der dafür da ist, zum Bauteil aus der Halterung auszulösen. Genau gesagt, Schrauben. Wir haben mit dem Partnerteam abgemacht, dass wir die Schrauben holen. Und dann haben wir noch einen Greifer, der dafür zuständig ist, um den Bauteil effektiv zu greifen, respektive nachher zu drüllen. Hier noch im Grossformat, da wäre eben der angesprochene Greifer. Der Greifer selber ist in einer Zangenform aufgebaut mit einem Sechskant, dass die Schraube optimal gegriffen werden kann. In der Mitte sehen wir jetzt so zwei kleine Nöppe. Die sind dafür da, dass das Bauteil effektiv auch drin hält. Und obendrauf sieht man noch einen Motor, der ist dafür da, dass man das Bauteil auch drehen kann. Verbunden hinten dran. Man sieht es jetzt nicht ganz so gut. Wäre da. Mit den Zahnrädchen. Dann haben wir den Schlitten. Er ist auf zwei Gleitschienen gelagert. Dient dazu, um das Bauteil aus der Halterung rauszulösen und dann auch in den Auslösemechanismus wieder reinzutun. Wir haben am Anfang ein bisschen Probleme mit dieser Spindel. Wir haben mit einem optimalen Spindelgang gerechnet. Dadurch, dass halt in der Praxis nicht immer ganz gleich ist wie in der Theorie, ist die nicht ganz gerade, hat mehr Kraft gebraucht zum Drüllen. Auch dort haben wir dann ein bisschen improvisieren müssen und einen anderen Motor gebraucht. Dann haben wir das Fahrgestell. Das Fahrgestell ist ausgestattet mit diversen Sensoren, die die Linien auf dem Boden detektieren können, schwarz-weiß unterscheiden. Ausgerüstet mit zwei relativ starken Motoren und Raupen können wir bis zu 45 Grad aufwärts fahren. Was natürlich da nicht notwendig ist, aber nice to have. Dann geht es zu unserem Roboter, der Rob, der Schraubmeister. Und wie Sie so sehen, fragt der Bob, können wir da schrauben? Und unser Rob, der jetzt hinter dem Bild ist, sagt, natürlich können wir da. Jo, wir schaffen das. Wir sehen, der Michael hat es kurz angesprochen. Unser System hat mehrere Aufgaben, die es zu erfüllen hat. Einerseits muss es fahren können, andererseits muss es ein Bauteil fassen
und auch wieder verschrauben. Für den Ganzen braucht es noch Sensoren. Und dann geht man so vor, dass man mal zuerst einen kleinen Entwurf macht, vielleicht von Hand, vielleicht schon erst im Computer, und da den Schritt für Schritt weiter plant und im Computer festhaltet, bevor es dann eigentlich ans Machen geht und der Roboter entsteht. Sie sehen hier mal, wie unser Roboter aufgebaut ist, respektive wie man da im Computer anschauen kann. Man kann hier mal den ganzen Roboter auseinandernehmen, zeigt oben dran, und in der Mitte eine Platte. Das ist erstens die Schale und zweitens ist das Grundgerüst. Dann haben wir in der Mitte eine Nuss, wo unsere Motor heben kann. Und unten dran haben wir noch Räder, spezielle Räder, die man nachher noch anschaut, wo der ganze Roboter fortbewegt. Dann haben Sie noch einen kleinen Winkel gesehen. Der ist eigentlich für die Befestigung der elektronischen Bauteile. Jetzt eine kleine Theorielektion. Wir haben spezielle Räder, wir haben die sogenannten Meganum-Räder. Die haben ganz kleine Räder drauf, die drehen können. Und da ist eigentlich drückt das Rad nicht gegen gerade vorne, sondern gegen aussen. Jetzt mache ich alle vier Räder. Sie sehen die vorderen zwei gegen innen und die hinteren zwei gegen aussen. Wenn man das alles zusammenrechnet, dann schlussendlich gleich alle gegen vorne drücken. Jetzt kann man natürlich die Geschwindigkeiten von diesen Rädchen variieren, respektive die zwei gegenüberliegenden etwas schneller und die anderen etwas langsamer und kommt dann eine neue Richtung über. Hier sehen Sie mal ein Beispiel von dem, wie wir es eigentlich mal umgesetzt haben. Sie können auf den Mittelpunkt des Roboters schauen und der macht eigentlich einen Kreis, respektive der tut immer eine neue Richtung wählen und dementsprechend die Rädchen ansteuern. Gut, dann, dass wir das Ganze können erledigen können, die ganze Aufgabe, haben wir am Boden Sensoren angemacht, wie beim Team 1 vorher erwähnt, wo uns die schwarze und die weiße Linie können unterscheiden können. Die haben wir hier auf dem Spielfeld. Und durch die Anordnung, wie wir haben, sehen Sie, jetzt eine Kante von der schwarzen Linie, sagen wir ja, sind wir am Anfang von der Linie oder am Schluss und vor allem, wir sind gerade. Das war sehr wichtig für die Aufgabe. Und ja. Dann nehmen wir noch den zweiten Sensor. Und wie Sie sich vielleicht auch erinnern können, hat es eben einen Laser gehabt oder ja, eigentlich auch ein Time of Flight, aber ein bisschen teurer. Bei uns ein die billige Version. Da schaut eigentlich, wie lange das Licht her hat und wieder zurück. Wenn wir jetzt an einer Schraube vorbeifahren, dann ist eine Verschiebung dann so schräg. Dann sehen wir entweder ein Loch oder wir sehen kein Loch. Und dann ist eine Schraube oder das Gegenstück. Jetzt möchten wir sie nicht mehr länger auf die Folter spannen und nochmal ganz herzlich unseren Sponsoren danken. Sie sehen, Kriegertron, Büchel, Bierhalter und vor allem Faulhaber, wo eigentlich alle Motoren gesponsert hat. Viel Spaß! Jetzt wird der Roboter platziert. Wir haben hier noch einen Auslösemechanismus. Unser Roboter tut sich hier zuerst mal initialisieren. Man sieht, er hat jetzt die Grundposition angefahren und ist jetzt bereit zum Starten. Wir haben unseren Roboter mal draufgestellt und könnten ihn jetzt ausrichten mit dem Winkel. Aber den Kabis brauchen wir nicht, weil wir haben Bodensensoren. Gut. Gut, jetzt haben Sie gesehen, der Kollege hat ein Startsignal gegeben und beide Roboter fangen an zu fahren. Unser Roboter hat jetzt zuerst mal gesucht, wo ist der erste Halter, hat er angefahren, hat gemerkt, es ist gar nicht Schrauben, brauche ich nicht. Ist jetzt weitergefahren zum nächsten Halter. Unser Roboter dasselbe, ist zum ersten Bauteil gefahren und hat gemerkt, es ist kein Motor. Jetzt sind wir mit dem anderen. So, unser Roboter hat jetzt hier die Schraube gegriffen, fährt mit dem Schlitten, den ich vorher erwähnt habe, zurück, sodass wir nie jetzt anstehen. Also nicht an einem Halter, nicht am Auslösemechanismus, dass wir die Kurve sauber fahren können. Unser Roboter hat jetzt bereits den Schlussmechanismus gefunden und wartet dort mit dem Motor auf den Partnerroboter, wo ihm jetzt bald wird Signal geben, dass er dort ist, wo er auch nicht gehört. Geht jetzt nochmal schauen, kommt zurück und dann wird das Zeug verschraubt.
dass wir den Auslösemechanismus sehr genau treffen, sind wir jetzt mit der Geschwindigkeit runter und haben ihn jetzt gefunden. Man sieht jetzt auch, beide Roboter haben angefangen zu schrauben, das heisst, sie haben miteinander kommuniziert, haben gesagt, wir sind beide da, wir sind bereit zum Schrauben. Da wird jetzt ein Zeitchen dauern, wird wieder ein Knall geben. Ist schon fast passiert. Jawohl. Gut, jetzt dreht die Roboter ab und könnt fliegen. Hoi. Unser Roboter scheint da das Signal noch nicht ganz realisiert zu haben. Ja, jetzt. Jetzt hat er den Rang gleich noch gefunden. Er kommt gleich noch ins Ziel. Nicht ein Spezialeffekt. Ja, ich glaube, wir müssen da mal kurz improvisieren. Er tut jetzt noch schön die Kante brechen von der Schraube. Da ist leider bei der Mechanik ein bisschen verloren gegangen. Ja, da scheint es ein grösseres Problem zu geben. Ist es möglich, um den zu lösen, oder brauchen wir einen zweiten Versuch? Gut, wir brauchen einen zweiten Versuch. In dem Fall auf ein neues. Vorführeffekt wieder mal klassisch. Und dann unsere Assistenten wieder alles einrichten. Ist eigentlich schön, dann können wir es nochmal schauen. Korrekt. Wir sind da wieder am Initialisieren, während da die Brücke nochmal neu gespannt wird. Gut, da sieht doch schon mal wieder ziemlich bereit aus. Sind wir soweit? Ja. Gut, dann probieren wir doch den nochmal. Jetzt sagen wir am Anfang mal unseren Roboter. Sie sehen, der fährt hier langsam schräg an die Linie an. Oben dran die LED zeigen, wie die Sensoren noch geschaltet sind. Und sobald er die richtigen LED geschaltet hat, respektive die richtigen Sensoren auf der Linie sind, ist er ausgerichtet. Bereits ist er schon am Verschieben und am Scannen. Ist da ein Mutter oder ein Schrauben? Und macht jetzt dasselbe nochmal. Wie Sie sehen, mit dem Mechanumräder kann man seitwärts verschieben. Natürlich ein riesen Vorteil, dass wir da extrem Zeit sparen, bis wir eigentlich dort sind, wo wir hergehören. Ja, da sieht man wieder ganz klar, euer Roboter ist da ein bisschen schneller unterwegs als uns. Wir sind da immer noch die Schrauben aus dem Halter rausziehen. Das braucht immer ein bisschen. Aber es ist notwendig, damit wir die genug grosse Kraft aufbringen können, um da auch effektiv bewerkstelligen. Gut, soweit sind wir doch schon mal gewesen. Probieren wir doch da ein zweites Mal. Wieder fangen beide an schrauben. Zielgenau in der Mitte vom Auslösemechanismus. Gut. In wenigen Sekunden ist es wieder soweit. Die Brücke wird fallen. Korrekt. Gut, und jetzt sieht doch da auch schon besser aus. Unser Roboter hat sich da jetzt von der Schraube gelöst, während der andere Roboter da, unser Partnerroboter, wieder seine Pirouette dreht. Das ist also eine Frage vom Style. Juhu, hoffentlich geht er da nicht vom Tisch oben runter. Schön einparkieren kann auch. Wie sieht es, aber auf der falschen Seite. Gut, vielen Dank. Das wäre es eigentlich mit unserer Präsentation. Hast du noch etwas? Nein, ich bin eigentlich mit meinem Stoff eigentlich auch so weit durch. Ich bin zufrieden, dass es funktioniert hat. Vielen Dank fürs Zuschauen.
Wir haben jetzt einen kurzen Unterbruch. Und der wird, weil, wie Sie vielleicht wissen, sind die Team, können wir nicht alle Team in diesem grossen Hörsaal haben, weil wir die Distanzregeln können sonst aufrechterhalten. Und aus diesem Grund müssen die Team jeweils weggehen in einen anderen Raum. Dann kommen wieder zwei andere Teams für die Vorführung hier im Hörsaal. Das dauert immer ungefähr 10 Minuten. Das letzte Mal haben das Team das überbrückt mit dem Interview. Jetzt werden wir einfach ein paar Filme und Bilder zeigen, wo die Studierenden im Laufe von ihrem Semester und von ihrem Studium aufgenommen haben. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen. Das dauert etwa 10 Minuten, ein bisschen weniger vielleicht, bis das andere Team aufgestellt hat und auch bereit ist, dass wir weitermachen können. Thank you.
Grüezi miteinander, willkommen zur Präsentation. Sie fragen sich vielleicht, warum wir hier auf der Folie eine Zahl haben und alle anderen Roboter. Die Zahl steht für etwas, und zwar für die Anzahl Tage, wo wir jetzt an dem Projekt dran sind. Was wir in dem Projekt in diesen Tagen so erreicht haben und geschaffen haben, sehen Sie jetzt. Ich möchte Ihnen gerade als erstes das Team 4 vorstellen. Ich bin der Projektleiter vom Team 4, Peter Durer. Dann haben wir hier den Mike vom Mechanikteam, Elektronikteam, Entschuldigung. Und der Fabian vom Mechanikteam, der Sandro vom Elektronikteam, der Michael vom Informatikteam, der Manuel vom Elektronikteam und der Jared vom Mechanikteam. Und Beno, ebenfalls vom Mechanikteam, und noch der Julian, stellvertretender Teamleiter. Unsere Roboter sehen Sie hier. Und ich möchte Ihnen gerne die einzelnen Teilsysteme von dem Roboter zeigen. Anfangen tue ich gerade mal mit dem Fahrwerk. Wie Sie sehen können, auf dieser Folie sind zwei Räder so ausgerichtet und zwei so. Das haben wir so gemacht. Dass man in alle Richtungen fahren könnt. Und das sind auch noch spezielle Räder, omnidirektionale. Und so können wir auch schräg, diagonal und in alle Richtungen fahren, wo wir gerne möchten. Den Rest würde ich Ihnen gerne an unserem Roboter selber zeigen. Wie man hier sehen kann, gibt es hier einen Hauptschalter, wo man die Batterie auf den Blind schalten kann, also den ganzen Roboter einschalten. Hier hat es einmal einen Schalter, um zu entscheiden, ob man die Schraube aufnehmen will oder die Mutter. Der andere Schalter ist, zum entscheiden, ob man das Spielfeld möchte oder das andere. Hier vorne sieht man unseren Schraubmechanismus. Wir haben uns für eine Art Nuss entschieden, wo wir hinten dran Tourmagnet eingebaut haben, wo dann das Bauteil hebt. Um uns auf dem Spielfeld zu orientieren, haben wir Bodensensoren angebracht, die die schwarzen Linien hier erkennen können. Und zum Bauteil und Halterungen zu detektieren, haben wir Lasersensoren hier vorne, die beiden. Dadurch fahren wir am Bauteil entlang und wenn es ein Loch in der Mitte sieht, dann ist es eine Mutter und wenn es keins hat, dann ist es eine Schraube. Und so navigieren wir. Das wäre eigentlich schon alles, was zu unserem Roboter zu sagen gibt. Was wir natürlich als Team haben wir sehr viel gelernt in dieser Zeit. Wir sind nicht nur zusammengeschweißt worden, sondern haben auch sehr viel zusammen gelötet. Und so hoffen wir, dass wir das Beste aus dem Projekt rausnehmen können und viel gelernt haben. Ich würde jetzt an meinen Kollegen vom Team 6 übergeben. Dann kommen wir kurz zum Team 6. Ich stelle euch kurz mein Team vor. Unser Teamleiter, der Marcel Heer. Stellvertretender Teamleiter, der Lukas Knupp. Im Bereich Mechanik hat uns der Brian Züst das Ziel geführt. Er hat in seinem Team natürlich noch mehr Leute gehabt, unter anderem Christian Signer, der Lukas Knupp sowie der neue Schreiber. Im Bereich Elektronik haben wir Sascha Knecht gehabt als führende Kraft. Mit dem zusammen Mareike Meier und Rahel Sen. Im Bereich Informatik hat Roger Neff den Lead übernommen, der Alex Koller, ich, der Luca Mazza, da bin ich, und Stefan Selina haben den dabei unterstützt. Kommen wir kurz zum Überblick von unserem Screwdriver 2.0. Wir haben es natürlich weiterentwickelt, das ist nicht mehr die erste Revision. Er verfügt über 4 Motoren, 2 für den Antrieb, 2 für den Griffer, eine für die Linearverschiebung, das heisst Bewegung für Ski, Hinterski, und eine für die, ja, für die Rotation, nicht Antrieb. Insgesamt hat unser System 2,7 kg, hat 3 Elektromagnete, 2 zum Objekt festhalten, also Schrauben muttern, und eine zum Führungsschiene oben zu halten, sodass wir unsere maximale Abmaß am Anfang einhalten können. Zudem haben wir seit gestern 9 Infrarotsensoren im 8. Die sind alle zur Linienerkennung da, damit wir auch auf dem Tisch der Linie folgen können. Dazu haben wir 2 infrarote Standsensoren auf der Seite, mit denen ortet wir den Mechanismus, damit wir ihn auch an den verschiedenen Positionen anfahren können.
Insgesamt haben wir 4 Tastsensoren, 2 im Greifer drin, um unterscheiden können, ob es ein Schraub oder eine Mutter ist, und 2 vorne an der Führungsschiene, damit wir uns auch dann, falls die Schiene nicht langt, noch mit den Motoren ausrichten können. Natürlich haben wir auch Herausforderungen gehabt. Wie Sie lesen können, Coronavirus, haben Sie sicher schon ein paar Mal gehört. Auch das hat uns bremst, gezwungen zum daheim zu bleiben. Und dann haben wir halt müssen online miteinander kommunizieren und zusammen arbeiten. Und am Coronavirus haben wir natürlich auch nicht nur wir Probleme gehabt, sondern auch unsere Lieferanten. Und die Motoren sind somit viel zu spät gekommen und haben natürlich eben Lieferverzögerungen das nächste Problem gewesen. Aber haben wir alles können meistern, kein Problem. Elite Team 6 regelt. Kommunikation mit dem Partnerteam war natürlich auch eine Herausforderung gewesen, aber es war gut gewesen, vielleicht ein bisschen früher, ein bisschen ausführlicher, aber gut gewesen. Anpassungen war ein grosses Problem gewesen. Viele Teile haben von Anfang an nicht gepasst, müssen nachbearbeitet werden und haben natürlich auch Zeit gebraucht. Und natürlich zum Schluss das fehlende Fachwissen, wir sind alles keine Experten, wir arbeiten daran, aber ja, auch da haben wir es können meistern. Dann kommen wir mal zu unserer Idee. So hat es mal am Anfang ausgesehen, ganz rustikal, ein Würfel. Und die Rädchen ganz weit außen, die Mutter hängt irgendwie vorne dran. Von dem sind wir dann schnell abgekommen und haben gedacht, komm, wir machen den Sandwich-Bauweise und stapeln dieses Zeug. Das hat dann so ausgesehen. Wir haben auch 3 Ebenen gehabt, die unterste Ebene mit dem Fahrwerk, die zweite Ebene unser Elektronik-System. Und so oberste oben unseren Griffer. Haben wir dann aber auch schnell über den Haufen geworfen. Da hat viel zu viele Einstellmöglichkeiten gehabt und hätte dann können verstellt werden. Sind wieder zurück zu unserem Würfel gekommen, back to the roots. Haben wir sagen, gut, da ist halt einfach schon das Wahre. Ein Würfel, quadratisch praktisch gut. Haben die Leiterplatte auf die Seite gepackt und den Griffer reingehängt. So sind wir auch verblieben und so sieht das mittlerweile aus. Kommen wir zum Fazit und Verbesserungen, was wir natürlich das nächste Mal machen könnten. Eine bessere Koordination mit dem Partnerteam, halt früher anfangen. Und dass man auch am Anfang schon genau weiß, wie man miteinander umgehen soll. Nicht so, dass wir schlecht miteinander umgegangen sind, wir haben uns alle gern. Und weniger 3D-Druck, das hat uns Problem geschafft. Hat vieles nicht passt, nachbearbeitet müssen werden und ist halt nicht so konstant, wie wenn man einfach etwas fräst und dann ist es so. Zudem von Anfang an Fehleranfälligkeit anschauen im Konzept. Somit hätten wir unseren Griff anders gemacht und nicht mit Magnet gemacht, sondern mechanisch gegriffen. War gut gewesen. Wir haben ein super Team. Die Motivation war natürlich nie down gewesen. Die Initiative von jedem Teammitglied war auch sehr gut gewesen. Es hat nie einen gegeben, den wir anschleppen mussten. Ich schaue jetzt die ganze Zeit zu meinem Team, weil ich bin einfach stolz auf dich. Und ja. Wenn einer mal etwas nicht auf die Frist geschafft hat, hat man es ihm gesagt und es ist schnell nachgeliefert worden, also kein Problem. So wie unsere Sponsoranfrage, das ist auch der reine Wahnsinn. Haben wir unser Budget einhalten können, gute Komponenten bekommen und perfekt halt. Dann kommen wir noch zu der Danksage für unsere Sponsoren. Natürlich Faulhaber wie bei einigen. Es haben auch uns die Motoren gesponsert. Konrad hat uns die Magneten gesponsert, sowie vergünstigte Bauteile gegeben. Modell Texturz hat sich um unseren 3D-Druck gekümmert und Büchel Blech AG hat uns alles Blech gesponsert und die Bearbeitung auch gesponsert. Dann übergebe ich an Team 4 für ihren Ablauf. Beim Ablauf starten wir das mal auf der H-Seite. Das ist die, die aussieht wie ein H hier. Wir platzieren den Roboter in der grössten Fläche, was geht. Und dann fahren wir geradeaus und ignorieren die erste Linie, fahren weiter, richten uns an der Schlusslinie hier aus und fahren dann entlang, bis wir die Halterung detektieren und dann schaut der Roboter, ist es eine Schraube oder eine Mutter. Und da wir mit unserem Partnerteam abgemacht haben, dass wir die Mutter nehmen, schaut es, hat es Mutter, wenn nicht, fährt der Roboter weiter zur nächsten Halterung und holt sich dort die Mutter. Wenn das richtige Bauteil gegriffen hat, fährt der Roboter zurück zur hintersten Linie, richtet sich hier aus und schaut entlang von dieser Linie, wo da der Mechanismus ist, um die Brücke runterzulassen. Wenn ihr ihn findet, fahrt her, Schraubenmotor rein und verschraubt sie mit dem Partnerteam.
Jetzt kann ich Ihnen, meinen Kollegen, noch Ihren Ablauf zeigen. Ja, ich mache das ganz kurz und knapp. Ich hoffe, Sie sehen alle meine Maus. Wir haben abgemacht, man steht auf der T-Seite. Das ist ein Kreuz. Die Christen kennen es sicher. Wir starten in dem Feld, wo sich meine Maus hier befindet und fahren Richtung Abgabetisch. Dort werden wir uns schnell wenden. Gut, so schnell sind wir nicht, aber wir wenden uns. Fahren die erste Position an, setzen zurück zu der Kreuzung und fahren zu der zweiten Position. Ist egal, ob wir im ersten Schuss das richtige Element hatten und ergriffen haben, wir fahren zu der zweiten Position, denn wir wollen auf dem Rückweg vom Messen, zum herausfinden, wo sich der Abgabemechanismus befindet. Und dann, wenn wir hinein sind und genau wissen, wo sich der befindet, fahren wir den an, warten auf das Partnerteam oder das Partnerteam wartet auf uns, je nachdem, wie er schneller ist. Dann ziehen wir mit denen unsere Schrauben-Mutter-Paarung zusammen an und setzen zurück und machen unseren Endspurt ins Ziel. Genau, kommen wir zu unserer Live-Demo. Und natürlich noch zuerst den Hauptschalter umlegen, dass unsere Kiste überhaupt startet. Dann hoffen wir aufs Beste. Jetzt wird dann gleich mal Startsignal kommen und dann sportet die zwei elenden Maschinen los. Dann hoffen wir, dass die sich schnell mal zeigen, wie denn da das abgeht. Uns ist gestartet. Warten wir auf unser Partnerteam. Ja, da, Hitze. Geben wir beide Gas. Er fährt los. Bis zu der Linie. Uns hat schon die Schrauben geschnappt. Fährt sie jetzt zurück. Zu der Kreuzung. Unser Partnerteam ist auch schon am Identifizieren, was sich wo befindet. Ja, sitzt vor. Und was ist es? Ah, ist schon Mutter. Oh, gut. Schaut mal. So, dass sie gegriffen hat. Dass sie ja, unser fährt auch schon wieder führen und startet bald seine Vermessung. Er ja, ist halt nicht der schnellste, oder? Parkinson hat auch. Schaut links, rechts. Klingt schon besser, aber eben. Alle Krankheiten kann man nicht ausmerzen. Ich würde sagen, wir treffen uns in der Mitte, oder? Gut, gut, Endspurt, Endspurt. Kommt, kommt. Ja. Tipptopp, wir sind schon am Anvisieren. Ich hoffe, dass wir nicht schräg kommen. Das schaffen wir. Die anderen sind auch schon bald am Ziel. Heute Ziel noch nicht, aber Mechanismus, entschuldigen. Uiuiui, wir sind noch am Ausrichten. Jetzt wird es knapp. Mal, mal, das schaffen wir alles. Hey, schaut, schräg sind wir gekommen, schräg sind wir gekommen. Eieieiei. Tipptopp, schaut. Ein bisschen Hilfe von außen. Alles kriegen wir hin. Es wird verschraubt, verschraubt, es knallt dann. Hoffentlich richtig laut. Dass wir alle verschrecken, da daheim. Das wollen wir natürlich. Haben wir uns so gewünscht. Ein bisschen langsam, wir sind nicht so stark, unsere Roboter. Die sind alle schon müde, die haben wir lange getestet. Aber das ist alles okay. Kleine Schweigeminute, wir dürfen ja nicht reinreden. Es tut mir natürlich leid, aber. Die brauchen ihre Ruhe. Sieht schon gut aus, ich glaube, sie sehen es besser. Ja. Mal. Mal, schaut. Es geht zusammen, jetzt klebt es dann. Super. Der Partnerroboter hat schon zurückgesetzt, fährt Richtung Ziel. Irgendwie hat es noch nicht geklopft. Komisch, komisch. Ja, da ist glaube ich ein Fehler vom Spielfeld, da können wir nichts dafür. Wir sind natürlich fehlerlos. Ja,
Nice, da. Ja, wenn man einen zweiten Versuch startet, dürfen, startet man den gern, oder? Schon? Wenn es im Zeitmanagement liegt. Tipptopp, wir haben die Erlaubnis von ganz oben. Wir starten dieses Rennen nochmal neu. Alles mit der Ruhe, Rennvorbereitung, da ist ein heikles Thema, da braucht man Zeit. Wir müssen leider noch unsere Nuss ausrichten, da sie sich sonst verkanten würde bei dieser Einstellung, die sie jetzt vom Drehen her war. Darum muss der Informatiker nochmal her. Also auch der Informatiker und der Mechaniker zusammen haben die USB-Schnittstelle dann angebracht. Jetzt hat man da Kontakt und jetzt versuchen sie entsprechend die Roboter wieder neu auszurichten. Die Position muss von der Nuss muss natürlich ganz genau so ausgerichtet sein, dass sie die Schraube fassen mag. Wenn sie dort 30 Grad daneben ist, dann geht es überhaupt nicht. Und von Hand die Schraube zu bewegen, wäre ungesund für die Mechanik. Entsprechend muss man das mit der Elektronik machen. So, jetzt sieht es aus, als sei es gut. USB-Stecker lösen und man ist wieder parat für die nächste Runde. Gut, wir werden so weit wieder. Tipptopp, dann kommen wir zu unserem nächsten Versuch. So, uns ist gestartet. Fährt der Greifer aus, sucht sich die Linie und wird sich gleich mal drauf ausrichten und wenden. Jetzt fahren wir dann langsam mal die Schraube an. Oder an. Wir müssen natürlich der Linie folgen und uns an der ausrichten. Jetzt hoffen wir, dass er sie hebt. Ah ja, schaut. Wunderbar, wunderbar. Die sitzt wie eine Eins. Lampet gar nicht. Der Partnerroboter ist auch schon. Hat die Mutter gefunden. Greift sie gleich. Hat sie. Ja, mal, super. Tipptopp. Können wir sie ja beide schon wieder langsam in der Mitte treffen. Jetzt sitzt sie zurück. Ja. Wendet, visiert langsam aus ins Ziel an. Uns ist auch bald wieder so weit. Und dann ab zum nächsten Versuch verschrauben. Jetzt sind wir dann gleich vor dem Mechanismus. Wir müssen nur noch wenden und drauf losspurten. Oh je, unsere Kameratechniker macht das Feld kaputt. Unglaublich, so etwas. Aber es bleibt spannend, oder? Es ist die Würze der Materie, oder wie man das so nennt. Ich bin kein Live-Kommentator. Ja, jetzt, kommt.
sind wir ja noch schnell nachhelfen, haben wir vorher müssen. Ist alles okay. Es muss so. Jetzt hoffentlich lebt es gleich. Ah nein, vergessen, wir sind alle beide nicht so schnell. Wir trüllen ja gar nicht. Sie trüllen, also sie leisten Arbeit. Wir heben nur fest. So. Ja, schaut, es geht zu, ich habe es gerade gehört. Jetzt soll ich schauen, dass ich nicht verschrecke. Es klebt dann hoffentlich bald einmal. Ja. Nimm lang. Die Spannung steigt. Selber Schiss. Also ist echt echt der Mechanismus kaputt, wenn wir da die Ente bei der Schule gehen. Sehen wir jetzt den Gang. Nein, die NTB hat ihre Arbeit natürlich gut gemacht. Könnte so anders sein, aber da ist schon etwas rausgeflogen. Jetzt klebt es denn gerade? Ah nein, doch nicht. Habe ich noch richten. Schaff muss bis ins Ziel. Oh, er kommt schräg, aber das ist kein Problem, das kann er. Sonst klebt es dann halt leider. Nein, schaut. Perfekt, wir sind im Ziel. Unser Partnerroboter setzt uns gleich an. Er kommt, richtet sich aus. So, jetzt nur noch Ziel avisieren und lossporten. Sind wir frei, ausgebrochen. Können die Tabelle unser Bierchen geniessen. Ui. Ui, jetzt habe ich gerade kurz ein bisschen Schiss gehabt. Aber ja, wir sind eigentlich beide bald soweit. Tipptopp, alle Motoren angehalten, wir sind in Freiheit. So muss das sein. Dann übergebe ich hier gerade am Team 3. Sie stellen sich schnell vor. Dann kommen wir noch auch wieder zu unserem Versuch. Ja, das Team 6 hat da ja ein bisschen leiden müssen, nämlich sie haben als St. Galler das Pech gehabt, zwei Teams von Buchs zu bekommen. Gerne möchte ich aber kurz auch unser Team, das Team 3, vorstellen. Wir haben als Logo Il Chapo genommen, einfach weil die Aufgabe war, quasi aus einem Gefängnis auszubrechen und er ja ein relativ bekannter mexikanischer Gefängnisausbrecher war. Beim Team, wenn wir unten dran schauen, von links nach rechts, wäre zuerst ich, Christoph Landolt, ich bin Teamleiter vom Team 3. Nachher kommt unsere Mechanik mit dem Niklas Jenny und dem Yannick Kranz. Danach drei Leute aus dem Bereich Elektronik mit dem Noah Lüchinger, Flavio Freuler und Daniel Hardecker. Und zum Schluss noch die beiden Informatiker, die in letzter Zeit leiden mussten, der Patrick Goth und der Moritz Bettig. Ja. Ich denke, am einfachsten ist, wenn wir Ihnen unseren Roboter schnell einfach live zeigen. Wir haben uns für eine sehr einfache Bauform entschieden, sprich auch einen viereckigen Aufbau, damit wir genug Platz für die Elektronik haben drinnen. Wenn wir die Räder anschauen, sieht man vielleicht, dass die genau im Mittelpunkt montiert sind. Das aus dem Grund, dass er sich einfach um die eigene Achse drüllen kann, damit agiler ist. Damit wir den Schwerpunkt nicht berücksichtigen mussten, hat es einfach zwei Kugeln unten, gefedert, gelagert, sodass er weder nach vorne noch nach hinten kippt. Damit das Ganze funktioniert, braucht es natürlich auch noch einiges an Sensorik. Und das Wichtigste aus dem Roboter ist natürlich unser Auge obendran, das Kamerasystem, wo er versucht, seine ganze Umwelt wahrzunehmen. Jedoch, allein mit dem war es nicht gewesen. Damit man die Linie nachfahren könnte, sieht man hier unten, hat es ganz viele Sensoren, die schauen können, ob es hier eine schwarze Linie oder nicht. Und zum Schluss noch, der letzte Sensor, der dran ist, wäre der Taster in der Mitte. Hier orange, den verwendet man einfach, um zu schauen, haben wir das Objekt aufgenommen oder nicht. Zum Schluss noch, wenn wir hinten dran schauen, sehen wir hier eine relativ grosse Öffnung, einfach mit Kameradisplay zur Ausgabe. Und hier hinten dran hat es noch verschiedene Schalter, die man umlegen kann, um dem Roboter zu sagen, hey, auf welcher Spielfeldseite startest und welches Objekt musst du suchen. Ja, da Sie den Roboter vom Team 6 bereits kennen,
möchten wir Ihnen vielleicht noch kurz vorstellen, wie wir vorgehen werden, um die Aufgabe zu lösen. Wie Sie hier hinten rot sehen, wird unser Roboter in der Mitte des Spielfelds starten und einfach mit der Kamera gegen vorne schauen. Sprich, die Verschraubvorrichtung in der Mitte, die kann man an verschiedenen Positionen montieren. Zuerst schaut er einfach mal, wo befindet sich die überhaupt. Nachher wird sich der Roboter um 90 Grad drüllen und einfach mal schauen, in welchen von beiden Haltevorrichtungen befindet sich unser Objekt. In dem Fall müssen wir jetzt die Mutter dann gleich suchen. Darum schaut unser Roboter, wo befindet sich die Mutter. Nachher fährt er ganz einfach an die detektierte Position an, nimmt das Objekt auf, fährt zur Verschraubvorrichtung, wartet dort, bis beide Roboter parat sind. Und im besten Fall fällt dann die Türen ab und unser Roboter kann sich befreien. Ich denke, am besten versuchen wir es gerade mal in einem Live-Versuch. Tipptopp, unser Roboter hat es leider doch nicht in Freiheit geschafft, er ist wieder eingesperrt. Aber schau, das Startsignal ist gekommen. Setzen los. Dann haben wir unsere Linie wieder gefunden und bewegen uns zum zweiten Mal Richtung Freiheit und dürfen dann hoffentlich auch dort bleiben. Der Partnerroboter hat einen eleganten Schwung gemacht, mit der Kamera seine Umgebung abgescannt und hat das Objekt der Begierde hoffentlich gefunden. Das gefunden? Ich nehme es auch schon. Schließlich nicht blind, oder? Gut, fahrt vor jetzt. Flinke Wendung. Ja, direkt geradeaus drauf zu. Das ist doch schön. Tipptopp, schnappen wir es. Ja, sicher schnappen wir da. Ist doch gut. Jetzt noch schnell wenden. Ist auch schon am Ziel. Wir sind leider nicht ganz so schnell gewesen. Aber kommt, alles okay. So, wir sitzen zurück. Sind leider noch am Vermessen. Sind nicht ganz so flink. Sehen wir es dann auch. Dann müssen wir nur noch vorfahren, anvisieren, das Ziel ins Auge nehmen und dort hinfahren. Hat er die richtig detektiert? Ich nehme es auch schon. So viele Teststunden wie der hat. Nein. Ich weiß es natürlich nie. Es kann immer wieder etwas schief gehen. Können wir schräg? Ja. Ist natürlich gut möglich, dass wir ein bisschen schräg sind. Für etwas haben wir einen Ausrichtmechanismus. Ja, ein bisschen schräg sind wir gekommen. Kann er sich gerade würgen? Ja, ein bisschen Hilfe hat er, dass man wieder benötigt. Schade was. Zum Glück ist da kein echtes Gefängnis. So, Partnerroboter fährt anschrauben. Mit einer ganz rasanten Geschwindigkeit. Das klebt dann gleich. Tipptopp, alle Schraubenmutter haben sich natürlich gerade auch verabschiedet, wo wir irgendwo waren. Ja, so, kommen wir beide ins Ziel. Jetzt müssen Sie den achten, einen eleganten Schwung vom Team 3 erwartet uns. Wir haben natürlich auch einen eleganten Schwung, aber Sie, da wahrhafte Tanzeinlage einstudiert. Hey. Unglaublich, Limbo tanzen. Ja, nicht wirklich, er bückt sich nicht. Ich kenne mich beim Tanzen nicht aus, aber sieht elegant aus natürlich. Tipptopp, beide im Ziel angekommen. Sind wir stolz. Jetzt sind wir auch schon zum Schluss unserer Präsentation angekommen. Wir blicken auf eine lange Zeit von Problemen, Schwierigkeiten, aber vielen Lösungen und Zusammenarbeit zurück. Wir waren häufig an der Kante gewesen, wie der Roboter hier, aber haben uns im letzten Moment dank guten Sensoren und guten Motoren wieder von dieser Kante entfernen. Wir haben gelernt, wie wir Lösungen erarbeiten und wie wir Probleme überwinden. Also auch wenn wir viele lange Stunden hatten in letzter Zeit, denke ich, sind jetzt alle froh, dass es fertig ist und wir noch 2 gute Jahre hier an Rente haben und weiter können studieren. Ich hoffe mal, es haben alle viel davon mitgenommen, was wir hier lernen können. Und damit übergebe ich eigentlich schon wieder an Luca. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann bitte ich Sie natürlich, den NTB-YouTube-Kanal zu suchen, zu abonnieren, dem Livestream ein Like geben, vielleicht kommentieren. Und wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, dann können Sie uns natürlich auch Glocke abonnieren, werden Sie immer informiert, wenn etwas Neues passiert. Tipptopp, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Geniessen Sie es. Schließlich viel Abend.
Ja, jetzt hören wir. Oh ja, das ist natürlich blöd. Also was häufig die Studierenden, was man nicht so gut sieht in den Präsentationen, ist, dass die wirklich, die Roboter müssen wirklich schauen, ob das ein Loch drin hat zum Beispiel, ob das Schrauben ist oder Mutter oder die Klemmvorrichtung, die kann irgendwo montiert werden, das wird wirklich mit Sensoren abtastet. Man hat das Gefühl, das ist alles nur so fest Ablauf programmiert, aber das ist es nicht, also die Roboter müssen wirklich erkennen, wo sie sind. Ich finde das immer recht beeindruckend. Und was man vielleicht auch sich nicht so immer bewusst ist, dass die Studierenden die Elektronik selber entwickeln, also sie machen Printdesign, sie sind Mechanik entwerfen, sie sind Software von Null auf aufbauen. Das ist also nicht irgendein zusammengestöpseltes System, sondern das ist wirklich basierend auf ihren Ideen zusammengebaut. Und das finde ich immer wieder sehr, sehr beeindruckend. Zusätzlich kommt noch dazu, dass wir jetzt wirklich riesige Schwierigkeiten haben mit dem Coronavirus. Das hat wirklich die Arbeit der Studierenden extrem schwierig gemacht, von uns auch in der Betreuung. Und trotzdem, um sich zu überlegen, hat man die Lieferzeit eingehalten, man hat also faktisch geliefert zur Zeit und man hat eigentlich keinen Abstrich an den Anforderungen vorgenommen. Also man hat können den Termin halten und das Produkt liefern im vorgesehenen Termin. Und was man sich auch muss bewusst sein, das sind Studierende vom ersten Studienjahr. Also das heisst, die haben jetzt noch zwei Drittel vom Studium vor sich. Und das finde ich auch immer wieder ganz beeindruckend. Jetzt vielleicht zu der Folie gerade schnell. Ich finde das Ganze einen guten Satz. Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Das hat Aristoteles gesagt. 384 vor Christus hat er gelebt, bis 322 vor Christus. Er ist ja einer der bekanntesten und einflussreichsten Philosophen der Geschichte. Und er war ein wichtiger Begründer und Beeinflusser von der Wissenschaftstheorie, Logik, Biologie, Physik, Ethik, Dichtungstheorie und Staatslehre. Und ich würde sagen, eigentlich war er auch ein Systemtechniker, weil er hat wirklich begriffen, was es geht, also ums Ganze. Wie findet viele Komponenten, Ideen, Algorithmen, wie findet das zusammen zu einem Ganzen, das funktioniert? Ich möchte euch an dieser Stelle abschliessen. Ich möchte eigentlich auch wieder unsere Hauptsponsoren erwähnen. Das sind Sponsoren, die Büchel Blech zum Beispiel liefern uns gratis Blech. Baumer Sensoren zum Teil. IEEE ist eine ganz wichtige Elektronik, die grösste Vereinigung von Elektroingenieuren, die drei und normalerweise unser Apero, das wir nach dem Anlass haben, Sponsor, wo jetzt leider nicht stattfindet, ausfällt, aber sind unsere treuen Partner. Und ganz sehr möchte ich hervorheben, Faulhaber. Mehrere von ihrem Team haben Motoren bekommen von Faulhaber. Man muss eine Geschichte ein bisschen dahinter sehen. Ich habe eigentlich gehofft, ich könnte heute noch den Rolf Leitner von Faulhaber einblenden, aber es ist mir dann kompliziert worden. Die Firma ist an der Grenze, gerade in der Nähe von Ponte Tresa, an der Grenze zu Italien, Tessin, und die sind hart betroffen worden vom Coronavirus. Das heisst, die haben wirklich zum Teil nicht dürfen fertigen oder nur für medizintechnische Produkte fertigen. Und trotzdem haben sie die Motoren rechtzeitig geliefert für unser Team, was ich ganz verblüffend finde. Ich möchte mit dem abschliessen an dieser Stelle. Und freue mich, wenn Sie irgendwann mal wieder hinschauen bei uns, wenn Sie sich für uns interessieren.
vielleicht falls Junge, die eine Lehre gerade machen sind, Interesse haben, melden Sie sich bei uns, studieren Sie bei uns. Wir sind sicher eine sehr schöne und spannende Hochschule. Und ansonsten wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und vor allem meinen Studenten. Ich möchte mich bei Ihnen sehr bedanken. Und ich gehe davon aus, wir gehen jetzt auch noch irgendjemand ein Bier trinken oder so. Das machen wir jetzt wahrscheinlich auch. Schön wäre es gewesen, wir hätten das zusammen machen können. Aber vielleicht gibt es ja eine andere Möglichkeit. Und falls Sie mal auf die Idee kämen, Sie würden gerne Bachelorarbeit in Robotik machen, dann wissen Sie, wo wir sind. Und dann finden Sie uns auch. Vielen Dank. Dann einen schönen Abend noch.